Tja Leute, so habe ich einen Bambi am liebsten, wenn er meinen VPIN durchcheckt und ja, kleine Fehler auskorrigiert, was weiß ich. Was machst du denn überhaupt schon wieder? Ich habe gemerkt, dass der Grillshow-Flipper ein Problem bei dir macht. Dann tue ich ein paar Tische noch updaten und kontrolliere, dass alles nachher sauber läuft. Mach einfach. Ja, und wir gehen jetzt in die dritte Runde Burger. Dieses Mal auf der Weberkugel. Was für Burger, weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich lege einfach mal los. Die Kohlen feuern an im Anzündkamin. Und wir gehen dabei rein und bereiten alles vor. Ja. Auch diesen Burger halten wir sehr einfach. Hackfleisch, dieses Mal bloß 400 Gramm, werden zwei Patties mit Salz, Pfeffer, Paprika. Ob ich den Käse nachher noch brauche, weiß ich nicht, ob wir den überhaupt draufhauen. Zwiebeln und eine Paprika als extra. Und heute kommt wieder das Weber Fischnetz, Fischgitter in Einsatz. Zuschauer, wo schon länger bei mir gucken, werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, wie ich den Burger mache. Alle anderen hole ich gleich wieder dazu. Ja, und die längeren Zuschauer natürlich auch. Und noch eine klitzekleine Planänderung. Ich habe jetzt noch die offene Packung, wo ich noch gehabt habe, mit den drei Scheiben Käse. Einfach klein geschnitten und damit nein. Und jetzt werde ich das Ganze erst einmal gescheit verkneten. Dann zwei Patties formen und in das Gitter rein. So, jetzt habe ich auch meine Kamerafrau. Danke, mein Schatz, dafür. Und ich lege mir hier erst einmal Zwiebeln aus. Kann ich gar nicht so viel auf einmal. So viel habe ich gar nicht. Ja, legen wir die noch da dazu. So. Und hierbei ist nämlich das richtig Geile, dass der Zwiebelsaft nachher so richtig schön ins Fleisch einzieht. Und genau deswegen mache ich das so. Na, wenn wir die ein bisschen zerlegen, dann geht das auch. Schatzi, du atmest ganz schön schwer heute. So viel Stress. So. Deckel zu. Einmal noch vielleicht leicht drücken. Ja, und so können wir es jetzt auf den Grill drauflegen. Gehen wir raus. Also hier habe ich jetzt hauptsächlich meine Kohlen außenrum. In die Mitte unten drin stellen wir jetzt ganz einfach die Paprika. Boah, fuck. Heiß. So. Da kommen jetzt unsere Patties drauf. Deckel zu und erstmal kurz für ein paar Minuten vergessen. Zwischendurch machen wir natürlich ein kurzes Guckerle. Es wird wahrscheinlich wieder richtig schöne Sauerei im Grill geben mit dem Käse. Aber das dauert schon noch. So, dann drehen wir das Ganze jetzt einmal, ob fertig oder nicht. Ein zweiter Handschuh wäre vielleicht nicht verkehrt. So. Und hier oben drauf tun wir jetzt einfach noch kurz die Buns mit drauf. Also das werde ich jetzt schon noch zweimal umdrehen, das Fleisch, aber dass die Buns schon mal ein bisschen knuspriger sind. Leute, zwischendrin hatte ich die Pampe mal gedreht und das reicht vollkommen. Die sind sogar schon etwas dunkler. Na komm runter, du Feigling.
ja, geht noch, passt. Sieht gleich von unten aus, von der anderen Seite. Mal gucken. Paprika sieht auch gut aus da unten. Ja. Noch zweimal grillen, zweimal drehen oder so und dann, ja, sollten die Patties auch gut sein, dann können wir auch schon zusammenbauen. Beziehungsweise dann erstmal unsere Paprika schälen. So Leute, jetzt operiere ich kurz die Paprika da raus, dass ich mit der Paprika weiterkomme. Ja, so sieht sie jetzt aus und die werden wir jetzt erst einmal schön schälen. So, dann kann sie weiterverarbeitet werden. Also hier momentan noch kurz drauflegen, bis ich die Paprika soweit habe. Und dann ist es nämlich auch komplett fertig. Die werden wir hier jetzt einfach nur schauen, dass wir die Haut abziehen. Ja. Habe ich meinen Amerikaner beigebracht, weil die wie alle Amis können seine kochen. Und dann habe ich gefüllte Bude Wurst, also mit Käse gefüllt, mit Speck umwickelt, indirekt. Und dann habe ich gesagt, du musst noch glasieren. Herr Jens, das interessiert meine Zuschauer aber jetzt nicht. Aua. Ich dachte, du fühlst gar nicht mit. Wenn das Zeug nicht immer so heiß wäre, Leute. Bringt mir mal einer bitte zwei Teller. So, wenn genau. Ich schon so viel Quatsch laber, bringt ihr wenigstens. Ja, danke schön. Und die Soße brauchen wir dann noch. Kannst du gleich jeweils einen Burgerbun auf einen Teller tun, aufklappen und unten Soße rein. So, das reicht. Die ganze Paprika werden wir jetzt eh nicht brauchen. Hast du gemacht? Mir die Finger verbrennen. Komm. Oh, heiß. Na, oder brauchen wir sie doch noch? Na klar, habe ich die angeguckt, die gehört so. Oh, gegrillte Paprika ist lecker. Verdammte Axt. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie Indianer bist. Das ist übrigens seine Paprika. Willst du weitermachen? Nee, du zeigst mir gerade, wie das richtig geht. Bin heute auf Schulung. Heiß, verdammt nochmal. Geh jetzt runter, du blöde Haut. Das ist was Neues, nennt sich Koch mit Hitze. So. Und drauf auf das Brötchen. Auf das Bun. Gut. Bring mir mal bitte irgendeine Grillzange. Weil ansonsten wird es jetzt problematisch gleich. Ja, meine Handschuhe. Ich mache jetzt das Ding auf. Das Gitter. So.
Und du darfst die Patties drauf tun. Zwiebeln noch. Hätten zwar unten reingehört, aber ist jetzt auch egal. Ja, sie sind etwas schwerer. So. Oben noch ein bisschen Süßchen drüber. Süßchen. Süßchen Recycling nennt man das. Wäre jetzt auch völlig überflüssig gewesen, da jetzt wieder eine zu basteln. Tja. Jens, dein Burgerchen. Lass dann schmecken. Also gut aussehen tut er auf jeden Fall. Und da ich nicht so verfuttert bin wie der Jens, werde ich den ganz pauschal mit meinem Schatz jetzt teilen. So Leute, so sieht jetzt die Nummer 3 von innen aus. Und da gibt es jetzt gleich einmal ein Probierle. Am besten eine Ecke mit Paprika. Und Käse mit drin, all in. Geil, einfach. Passt. Essen und dann noch das letzte Fazit, ja, der Videoreihe sozusagen. Würze Dreiteiler, Zweiteiler. Schauen wir mal, was an Material zusammengekommen ist. Aber jetzt esse ich erstmal runter hier. So Freunde, was macht man nachts um 10:30 mit einer Alufolie? Man gibt es Bambi Plattfuß, weil der hat seinen Burger auch nicht geschafft. Bitte schön. Danke dir. Leute, ich sag's euch, 3 Burger, verschiedene Burger an einem Tag ist schon ein bisschen heftig. Ich bin jetzt Mausi. Ich bin froh, wenn jetzt dann Feierabend ist, wenn ich ins Bett komme. Und ich hoffe, euch hat das Video oder die Videos gefallen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. So Leute, Tag 2 von unserem Miniurlaub hier an der Nordsee. Und irgendwie wollen die mich heute zum Fischessen zwingen. Du lachst hier? Ja, klar lach ich. Was habt ihr vor? Wir fahren jetzt nach Nizza.